bringt halt wie nichts, wenn der halt hier so dran ist. Oder doch so? Und dann springen wir da irgendwie rüber. Ich weiß ja auch nicht. Na? Oh no! Nee, das war's nicht. Oh. Ja, passiert. Try and error. Down! Hier rüber kann ich nicht. Nee, sorry. Ja, dann, ran. Tue es halt nochmal so hin. Moment. Sag mal, habe ich jetzt. Bin ich jetzt komplett doof? Das ist passend. Das da hinten passt von der Höhe auch nicht. Es sind beide zu tief. Moment. Da kam jetzt gerade ein interessantes Geräusch. Ne, es geht aber trotzdem nicht weiter nach unten. Spiel, sag mir doch, was du von mir willst. Weil das alles ist doof, gemäß dir. Ich verstehe es nicht. Das macht ja keinen Unterschied, wenn der. Wird ja keinen Effekt haben. Nö, jetzt steht das halt einfach so da. Hier ist eine No-Go-Zone. Wir müssten da irgendwie rüber, sodass es dann irgendwie gleich hoch ist. Aber beide passen nicht. Oder er stellt sich dann rauf, geht rüber, aber das... Down. Ist ja dann auch nicht, weil ich komme ja dann nicht mehr weg. Wie kriege ich das mit der Höhe kompensiert? Oh, warte mal, was ist? Kurz was testen.
Wenn das umgekehrt ist, hat das zufälligerweise einen Gang? Geh nochmal her, jetzt tue ich das nochmal dahin. Das ist es nicht. Ich blick nicht dahinter. Gleiche dumme Sache wie vorher. Davon habe ich einfach nichts. Nur anheben auch nicht. Okay, Leute. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Das habe ich gerade ein bisschen Hirnfurz. So, liebe Leute, da bin ich wieder und ich weiß, was die Lösung ist. Und ich hätte mal eigentlich unten die Steuerelemente ein bisschen genauer anschauen sollen. Denn da gibt es Greifarm drehen. Und dann kann man den hier machen. Und dann soll man das Stück hier runtersetzen. Und dann setzt man das andere Stück richtig drauf und dann hat es die richtige Höhe. Oh, ihr werdet sie vermutlich schon die ganze Zeit gesehen haben. Und wie gesagt, haben wir einfach Ruhe. Wie wär's mit Drehen? Um so genau sowas zu machen. Ja. Ich bin doof. Ja, also gut, dann haben wir hier mal ein bisschen umdekoriert. Hey, wir haben es geschafft. Wohin jetzt? Da runter? Ja, ich glaube schon. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir jetzt mal hier mal ein bisschen Richtung Boden langsam wieder kommen. Alle diese Konstruktion hier. Fragst du dich erst jetzt? Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, wie ein Selfcon, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin und er wird sich heben. It's over. Been too long already. Last day, the 23rd. Today, the cadets will be taken further. You'll be able to find it in the Lipts. Yeah, it's that's still where. Here. Please, if you only knew what we've been through. People showed up from other countries. Everyone who wanted to was already venerated. Listen. If you don't let me see the miracle, I'm dead. Literally dead. And he... I can be honest with you, right? Can I confess to you? Sure. He escaped from prison to commune with the miracle. What do you mean? If only you knew what he's been through. Oh, fine. Wait here. Wait here. The priest will never break the seal of confession. He's had worse, trust me. He's had worse.
What did he tell you? Ja, das hat ja gut funktioniert. No, no, we were just joking around. He has a knife. Don't come closer. He only has one arm. No way, he's got a knife. He'll stab me. Step aside. Oh my God. Shoot him. Shoot him. Freedom. My dear. Wow, wie konnte das jetzt schief gehen? Usually people show up about their legs. And? They grow back. It's not about that. You see, if the Lord allows... Enough. Let it go. Echt verzweifelt. Mein Gott, was haben wir getan? Wir können uns nicht länger sehen. Oh. Warum nicht? Ich werde heiraten. Was? Es ist nicht meine Entscheidung. Was kann ich tun? Lauf mit mir weg. Um mit euch Zigeunern durchs Land zu ziehen? Nein, nur wir zwei. Wir ziehen in die Stadt. Und wie sollen wir überleben? Wir schaffen das schon. Find ja eine Arbeit. Aber zunächst, weißt du, wo dein Vater den Schlüssel für die Ladenkasse aufbewahrt? Okay, Gott nochmal die Familie ausrauben. Nein, was? Soll meinen Vater bestehlen? Stehlen? Er würde seiner Tochter doch nicht etwa Geld vorenthalten, oder? Er betreibt den Laden doch nur für dich. Ich habe einen eigenen Schlüssel für die Kasse. Mein Vater vertraut mir. Ich würde niemals. Ich tue es selbst. Gib mir einfach den Schlüssel. Vielleicht sollten wir es besser nicht tun. Okay. Das ist also unser Motorraddieb. Scheiße. Oh. Oh nee, das ist so Pac-Man-Style hier. Oh shit. Nein, 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 nein. Scheiße. Ah, ich hasse sowas. Okay. Komm, schieß mal nach da oben. Ja, passt.
Okay, gleich habe ich's. Nein, nein. Komm, 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 komm. Yes. Nein! Scheiße, 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 scheiße. Nein, ach Mann. Ah, jetzt weiß ich, was da gemeint ist, dass manchmal die Minigames ein bisschen doof sind. Komm, 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 komm. Nein, ach Mann. Ah. Ich meine, ich war ja auch für nicht stehlen hier. Nein. Ah. Was bin ich ja stehen geblieben? Nee, 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 nee. Nein. Nein. Ach, Mann. Kassess. Nein. Komm, 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 komm. Oder? Bist du nah? Nein. Okay. Ja, es ist de facto wieder alles da. Ja, okay, geil. Nein! Oh, es gibt so Stellen, wo du halt wieder nicht ausweichen kannst. Ja, jetzt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja! Du bleibst hier. Indica! Was machst du hier? Kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht. Hey! Bist du dir sicher? Nein. Indica? Halt dich von ihr fern. Er scheint dich zu kennen. Ich kenne ihn nicht. Oh, what the fuck? Alter! Und mit der Schultern ins Kloster, also. Holy shit. Oh. Aber warum? Ach ja, was ist los? Ever heard of Makar, the Scytheman? There was a lot about him in the papers, but only after he was hanged. 7 kids lost their heads because of his scythe. What? Well, he chopped them off. Are you comparing him to me? Well, no. No, I think Makar is something of a saint. Listen, let me tell you. Makar had 3 kids, all of them boys. One day, he dropped something on his youngest, a wagon, or a wardrobe or something. It was so bad that the poor boy stopped feeding his legs. Couldn't sleep at night. Okay. Lay there all day, crying from pain. The village doctor couldn't do anything, so Makar couldn't take it anymore. He went to the priest and said, "Bless me, Father, to end the child's suffering." Well, the priest didn't bless him, of course. He sent him home to pray and think about the salvation of his soul. Makar prayed for a week, but the son wouldn't stop screaming. So Makar snapped, took the cover off his side, said a prayer, and ended the suffering with a single sweep. He went back to the priest and said, "It's done, Father. I don't have a soul anymore. And I lost my right to think about salvation back when I dropped that wardrobe on my son. Or was it a wagon? I don't remember. So my soul is done. Better tell me where he is now, in hell or in heaven." The priest said, "In heaven, of course. He didn't get to sin." In a way, you gave him a gift. Sent him straight to the kingdom of heaven without any earthly suffering. Well,
This thought got stuck in the car's head. So he went home. Leute, ich muss noch mal ganz kurz passieren, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Said a prayer with them and chopped their heads off. Okay. After that, he went completely insane and started hunting down his neighbor's kids. Managed to kill four of them before he got caught. Why is he a saint? Think of it this way. Some martyr gets burned at the stake because of Christ. Does it mean he buys himself eternal life for 10 minutes of suffering? Hmm? Can we call this a real sacrifice? Makar is a different story. To save someone else's soul, he sacrificed his own. Why are you telling me all this? Father Proc, the one you killed. He couldn't have asked for a better gift. He's now an innocent victim, a martyr. Maybe he'll even be canonized. And what about Makar? What about him? He got hanged. Tja, schaut nicht so. Okay. And what will happen to me? You'll get hanged, I guess. Listen. What's your name? It doesn't matter. Need something? Doesn't matter indeed. Listen, we didn't kill Father Buckle. Let me go. Don't hate your conscience with sin. I'll repay you. And what exactly can you repay me with? Well, what do you want? What do I want? Come close. Oh, ich habe schon so eine Ahnung, wo das hingeht. Turn around. What? Turn around. Sing. What? I don't know. Something. French anthem. I don't know their anthem. Well, sing something you know. Quiet forest lullaby. All the stars are in the sky. Fly. And shepherd Christ. Oh, come on. Come on, silly. Don't be afraid. I'm not scary. Wieso kriege ich Punkteabzug? Ich meine, das ist eine für nix. I guess I can't do anything worse than that. So easy to step over everything you believe in. Step where? Somewhere. Onto your side. What kind of side is that? Are you going to argue again? That there are no sides, that there's neither good nor evil. Well, you can try. Convince me that I haven't done anything bad. Or can you not even do that now? Bad? What does that word mean? I've killed a priest. Don't play dumb. I'm not. But still, what exactly does that word mean? Bad. Sinful. Of the devil. And how do you know what is of the devil and what is not? There are commandments. So we're checking against a formal list of regulations? No, everything is really obvious. It's evil, dishonest, unfair. Evil? There's not a drop of evil in despondency, avarice, or bawdry. Dishonest? A dog is honest.
It eats when it's hungry, bites when it's scared, copulates when there's someone to do it with. Well, you remember. I'm talking about intentional dishonesty for one's own gain. So, pretending your whole life that you don't want something you want, that you don't feel something you feel for eternal life in heaven, doesn't that fit perfectly with your definition? What else did you say? Unfair? Is it fair that one tree has 1,000 leaves and another 2,000? Is it fair when two people throw the dice, one gets a 6 and the other gets a 2? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. What about what's happening now? What can be more revolting, disgusting, vile? I don't need any deliberations. I know it. I feel it. When you're cold, you don't need to think about it. You just feel it. You know that you're cold. Do you understand that there is no cold without warmth? You can't get rid of poverty and suffering, leaving only wealth and happiness. Leave me alone. Oh, I'd love to. But I will only disappear when you stop wanting me to. It's not that hard. Just remember that good and evil, warm and cold, those are just lines on a thermometer. God and the devil, those are you. One cannot exist without the other. Ich muss echt sagen, die Gespräche sind hier richtig gut. Can I go now? Well, my dear, after this, let's say, complete exposure, no, you can't. I tell you what, fear not earthly justice for that of heaven. When the soul is separated from the body. Stop right there, you bitch! Stop! My hand! My hand! Fuck! Stop! Stop right there, you bitch! Help! Einfach nur gerecht für das, was passiert ist. Oh. Oh. I guess Flucht. Ach, da lang. Okay. Holy shit. Ich laufe jetzt einfach mal. Oh nein, Stirn juckt. Oh. Hi. Where is the cadet? One second. Oh. Did I undo my trousers? Where is the cadet? Well, they didn't even give me 5 rubles for it. What? Give me the money. I don't have any. It's gone. You know, I've already conquered the guitar, but the brass, the pipes. Und so schnell kann man abstürzen. Aber ich dachte, das war eben so wichtig. Ja, ich glaube nicht, dass wir das einfach so wieder kriegen. Where is the cadet? Never heard of it. Someone just exchanged it for a trumpet. A man with one arm?
Oh, you are extremely lucky. This is exactly what you're looking for, an amazing artifact of unspeakable wondrous power. Just 25 rubles. What do you mean, 25? You got it for 5. Mm. 20 for everything. Whoa! One second. I just need to have a look. You can look, but don't touch. What did you sell me, you scumbag? Oh, damn. Hold on. It doesn't even fucking work. Is she just puking it or something? Good. Oh, was? Get your ass out of here. Go off me. Excuse me. Okay. Was genau willst du, dass ich hier tue? Ja, ich kann nicht klicken. Das einfach nur dreimal machen? Ich kann nicht mehr tun. Wow. Aber für was mache ich das? Oder ist das jetzt Geld? Und er ist weg. Oder haben sie jetzt die Plätze getauscht? Na. Komische Stimmung. Vor allem, weil sie auch nichts sagt. Was? 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 Das ist das Ende? Einfach so? Ich kann mit dem Ende jetzt gar nichts anfangen. Ich meine, er hat sich niedergesauft, hat es verkauft und versauft, weil er deprimiert war, dass es nicht funktioniert hat, aber er hat trotzdem überlebt. Aber er hat so fest dran geglaubt. Und sie macht's auf. Es kommen die Murmeln raus. Und der Teufel verschwindet. Und er hat gesagt, er verschwindet ja nur, wenn sie das unbedingt will. Und es war da kein Inhalt drin. Also ich werde nicht so ganz schlauer jetzt mit diesem Ende. Aber das ganze Spiel ist total komisch. Und ich verstehe es nicht. Also das... Nee, also das Ende... Ich glaube, das muss ich nochmal irgendwie auf mich wirken lassen. Aber so grundsätzlich, das Spiel hat wirklich Spaß gemacht. War halt leider nicht sehr lang, aber die Gespräche vom Inhalt her absolut top. Was ich glaube, das wäre auf. Ja, doch, würde ich mal sagen, von dem her auf Platz Nummer 1. Momentan. Wirklich nicht schlecht. Gut,
Ich würde mal sagen, ich werde mal die Credits hier fertig laufen lassen, weil eventuell kommt nach den Credits dann noch was. Wer weiß. Bis dahin sage ich mal Tschüss und lasst es mir in den Kommentaren wissen, was ihr zum Spiel haltet und vor allem zum Ende. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.